Ja Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute gibt es mal wieder eine Reaction auf eure eingesendeten Clips. Ich habe richtig Bock, legen wir los. Let's go. So, erster Clip ist natürlich von meinem guten Freund Orange Ferdi. Er schreibt, beste Nate in Ranked. Ich bin gespannt. Oh, das ist ein bisschen laut. Okay, Charge Rifle mal wieder am Start, klar. Ist ein Classic Go-To. Jetzt bin ich gespannt. Arkstar oder... Oh, 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 oh. Und bam. Geil, stark, stark. Alter Junge. Was ein Squad-Wipe. Sehr schön gemacht, Ferdi. Sehr gut. Das war doch schon mal ein cooler Einstieg. Weiter geht's. So, nächster Clip ist von Kirito. Er ist meistens auch immer ziemlich krass am Start. Spielt hier Gold 2. Lass mal sehen. Auf Broke Moon, ein Clip aus letzter Season. Oh, er hat den wunderschönen Flatline-Skin. Oh. Okay. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, die Nate wird's Hops nehmen. Ah, nicht mal. Ich dachte, jetzt kommt, das gibt jetzt den kompletten Squad-Wipe gefühlt mit der Nate. Risky, risky, risky. Pusht er jetzt von unten? Wäre ein cleverer Move, weil sein Mate ist ja quasi oben gerade beschäftigt. Ja, genau. Oh, Squad Wipe. Stark, stark, stark gemacht, Alter. Sehr gut gemacht. Ja, einfach clever runtergespielt und zack, es läuft. Aber auch sehr, sehr knapp. So, der Clip ist auch von ihm. Lol. Okay, dann war's. Okay, das war irgendwie cool. Ja, warum nicht? So, nächster Clip ist wieder von Ferdi. Allerdings hat ihn Celine für ihn quasi geklippt. Okay, wie konnte ich das noch gewinnen? Ich bin gespannt. Ferdi, zeig, was du drauf hast. Okay. Dann nehmen noch 3 Squads. 16 Kills. 16 Kills. Starkes Ding. Und warte mal. Ich weiß nur, dass ich Ferdi den Mauszeiger geschickt habe. Ich weiß aber nicht, dass ich Celine den quasi auch von Ferdi gesnackt hat. Ah ja, ich verstehe schon. Aber der ist auch cool, ne? Sagen wir es, diese Mauszeiger allgemein. Heißt, glaube ich, Prism Pack. Gebt einfach bei Google Prism Mauszeiger ein. Dann, glaube ich, kriegt ihr die. Ja, die sind halt einfach... sehr, sehr fancy, ne? Muss man schon sagen. Die sind sehr, sehr fancy. Okay. Oh, 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 diese Nate. Okay. 20 Bomb ist leider nicht mehr. Es lebt nur noch ein Squad. Wahrscheinlich also ein Duo-Squad, weil die spielen kein Duo versus Trio. Oh, jetzt so ein Mantle Jump wäre geil gewesen, ne? Mm, okay. Bin gespannt, wie das Problem in Anführungszeichen löst. Oh, lol. Okay, jetzt weiß ich, warum es heißt. Wie konnte ich das noch gewinnen? Oh mein Gott. 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 Alter, was hast du für ein Glück gehabt, Ferdi? Ja, bist deppert. Oh mein Gott, hat der Glück gehabt, ey. Yo. Aber verdient. Be Orange sind die Champions. Schöner Clip. Passend zum nächsten Clip ist der von Celine. Auch eine sehr gute Freundin von mir. Apex Legends 3,3k Damage plus 5 Bomb. So stiehlt man alle Kills. Ich kann mich erinnern. Ich hab da noch nicht hingeguckt. Aber ich kann mich an die Runde erinnern. Das war eine Bangalore-Aufnahme, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die genommen habe. Aber ich kann mich erinnern. Und sie hat einfach alles, wirklich alles weggesnackt. Wir haben alles gemacht. Und sie snackt den Kill einfach nur weg. Mit der Spitfire. Über den Spitfire-Skin reden wir jetzt mal nicht, okay, Celine? Das nächste Mal schenke ich dir Coins für den Spitfire-Skin, weil das kann ich nicht mit anschauen. Bei den Reactions. Da guckst du an! Weißt du, Ferdi und ich machen die ganze Arbeit. Klar. Nimmt man mal mit, ne? Aber hey, sei ja gegönnt. Sei ja gegönnt, ist ja alles entspannt. Ey, ich weiß noch.
Ich weiß echt nicht, ob das eine Aufnahme war, die ich genommen habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wenn, dann in den letzten Videos irgendwann mit Bangalore. Wobei, habe ich letztens ein Bangalore-Video gebracht? Ich glaube nicht. Dann habe ich sie wahrscheinlich nicht genommen. Aber ich weiß doch, dass ich da in dem Moment so ausgerastet bin. Ich war so getriggert. Abnormal. Aber schön gemacht. Stark. Geil. So, nächster Clip ist auch wieder von einem sehr, sehr aktiven und ja, auch ja, bekanntem Gesicht. Einem sehr aktiven Zuschauer aus der Community, R. Sally, aka Monkey Sally. War auch schon in vielen Community-Streams mit dabei. Er hat auf jeden Fall Farmlim-Modus drin. Ich weiß nicht welchen, aber interessant. Boah, mit dem würde ich gar nicht klarkommen, wenn die Gegner so lila sind. Aber stark gemacht. Yo, 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 yo. Hier kommen die R9-Beams. Die Waffe hat er studiert. Stark. First Clip sind 7-17. Freund, wir hatten keinen Stormpoint in der Season. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es sogar ein Clip aus dem Community-Stream, aber ist es nicht, weil wir hatten keine so eine Sprache dabei. Okay, dann ist es tatsächlich ein Clip aus letzter Season. Dann schreibt nicht erste Clips in Season 17. Nee, Spaß, komm. Ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß, komm. Mir ist es doch egal, in welcher Season das ist. Weiß gar nicht, was er für ein Main hat. Ist er Bangalore-Main oder was ist er für ein Main? Müssen wir ein bisschen drauf achten. Okay, er spielt auf jeden Fall sehr viel Bangalore. Oh, guckt euch die Master an, die ist so eine geile Waffe, Alter. Vor allem dieser Skin ist so wunderschön. Aber R9 ist seine Lieblingswaffe, kann das sein? Ja, ich glaube, er ist Bangalore-Main. Wow. Alter Junge. Dieses Aim. Krass. Das ist krass. Das ist stark. Digga! Hör auf alle zu One-Clip! Was ist denn los mit dir? Junge! Oh, sogar mit Dark Sun. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das könnte. Nee, ist auch kein. Ist auch kein. Kein Clip aus dem Community-Stream. Ich denke die ganze Zeit. Könnte einer sein, aber nee. Glaube ich nicht. Oder vielleicht doch? Vielleicht doch. Mir kommen die drei Namen beide bekannt vor. Also Monkey Sally sowieso, Dark Sun sowieso und Red R sagt mir auch irgendwas. Oh, schöner Stack. Okay. Sehr stark. Alter, er haut hier aber auch raus, ey. Oh, 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 oh. Trident Squad Wipe. Geil. Ah, oh, butterweich. Und jetzt durch den Smoke. Okay. YouTube bitte dafür jetzt nicht wegbannen. Das waren nur 5 Sekunden, ne? In euren Richtlinien steht 15 Sekunden sind verboten. Oder länger als 15 Sekunden. Bitte jetzt nicht, ne? Aber irgendwie sind Bloopers so groß eigentlich schon süß. Wenn ich die in den Mario Games immer sehe, denke ich mir immer so, Alter, was für A! Punkt, Punkt, Punkt. Ich mag die nicht. Die sind viel zu stark. Aber eigentlich sehen die schon ganz süß aus. Wild. So, der nächste Clip ist auch wieder einer von den ein... So, nächster Clip ist auch wieder von einem üblen Verdächtigen. Und zwar... Snips. AK Darf Snips. Er spielt mal keine Watts, normalerweise so Watts Main mit, glaube ich, 60.000 Kills. Heute ist mal Mad Maggie an der Reihe. Okay. Ja, über Audio müssen wir nochmal reden, das ist nicht so clean gerade hier im Video, aber hey, okay. Oh, schön, schön. Stark. Oh, Dead Nemesis Aim, das ist krass. Ah, jetzt packt er seine Watson Skills aus, komm, zeig uns was. Zeig uns was, was satisfying ist. Ja, okay, ziemlich satisfying, aber jetzt noch nicht das, was ich sehen will, aber okay. Ja, wird besser, wird besser. Ah, das alte Fragment noch, ne? Schöner, wow. Das ist ein Träumchen. Oh, shish, oh, shish, oh, shish. Er macht das richtig gut. Ja, leck, mio. Oh, 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 Achtung. Okay, okay, okay. Oh, ja, aber kann aber die Prowler. Macht das richtig gut mit der Prowler. Oh, jetzt hier als Mirage unterwegs. Ich glaube, er switcht ziemlich viele Legenden in letzter Zeit. Ja, total. Bitte was? Mit einer Havoc?
Auf 125 Meter? Nenn ich mal. 256 Meter. Bin ich depper. Das Doppelte. Junge! Chill! Warum stehen da zwei Heat Shields außer... Hä? Okay. Oh, der Carskin ist schön. Oh, cleaner Squad Wipe. Richtig stark. Hä? Warum sieht bei ihm die Todeskiste so cool aus? War das irgendwas mit dem 1. April oder so? Das ist alles so Kühlbox. Ah ne, das war zu dem Sun Squad Event, kann das sein? Als Loba ihren Bikini-Skin bekommen hat. Dass die Deathboxen so aussehen, die sehen total geil aus. Kann es sein, dass das zu dem Event war? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr seid mal wieder schlauer als ich. Ich glaube, das war zu einem Sun Squad Event tatsächlich, wo das alles so Kühlboxen wurden. Okay. Diamond 3 Game. Bruh. Ja, schon klar. Schon klar, das ist so belastend als Loba Main. Oder wenn man Loba spielt allgemein. Ist mir aber tatsächlich noch nie passiert. Noch nicht ein einziges Mal. Ah, das war's. Okay. Ja, waren schöne Clips dabei. Hat mir gut gefallen. Ja, fand ich cool. So, nächster Clip mal wieder von Arcelli. Ich gehe ja, wie gesagt, die Clips immer der Reihenfolge nach durch. By the way, falls du mir deinen Clip einschicken möchtest, dann geh auf den Discord. Dort gibt es den Clips-Einsenden-Channel. Dort kannst du deine Momente mir präsentieren und bist vielleicht sogar schon im nächsten Reaction-Video auf eure Clips mit dabei. Also, Discord abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. So, beziehungsweise zweiter, glaube ich, mittlerweile, weil der zweite Kanal, glaube ich, auf ersten Link ist. Okay, Horizon. Oh, ist ein bisschen laut, ne? Bisschen leiser. Bisschen leiser. Vielleicht ein bisschen zu leise. Okay, er schreibt Endgame Klatsch im Platin. Ich überlege gerade, ob es aus der Season oder aus letzter Season ist. Ich glaube, es ist aus der Season. Ja, ist aus der Season, wegen Evac Tower. Oh, du hast eine richtig blöde Position. Ihr müsstet eigentlich ulten, aber ihr könnt nicht. Wobei mit dem Bangalore Smoke vielleicht da. Nee, keine Chance. Oh, RIP, Alter. Mann, mich verwirrt das so. Es sieht so aus, als hätte er kein Schild, ne? Ich fände es krass, dass er mit der Farbenblind-Einstellung so klarkommt. Vielleicht ist er tatsächlich farbenblind, kann ja sein. Darf mir ja keine Scherze drüber machen. Aber manche nehmen das halt einfach, um es besser zu erkennen. Aber das würde ich halt im Leben nicht besser erkennen als rot. Aber vielleicht hat er eine Rot-Grün-Schwäche, kann sein. Was ja nicht schlimm ist, ne? Kann ja nichts dafür. Oh, aber ja, yo! Jetzt legt er hier richtig los, Alter. Jetzt ist er im Modus. Vor allem, er ist alleine, ne? Alleine. Oh, er spielt's clean runter. Er spielt's richtig clean runter. Boah, stark gespielt. Alter, Sally. Sau stark. So, nächster Clip ist von Bodenlos. Und er ist einfach Master. Achso, diese Season. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Oh, das wird so ein Jump Tower Klatsch, ne? Junge, was hat er bitte für ein Aim? What the hell? Er holt aus der Luft, ne? Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, sonst verklagt mich Nintendo. Auch wenn der Track echt gut ist. Dun, 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 dun. Geil. ja, paar Einblicke in meinen YouTube-Suchverlauf, ne? Man kennt's. Ja, war ein schöner Clip. Next one. So, nächster Clip ist nochmal von ihm, aka Bodenlos. Da ist er noch Diamant 3, okay. Ist also ein Clip, der vorher entstanden ist. Okay, die haben aber nicht gecampt, sondern die haben tatsächlich einfach gespielt. Aber selbst, wie gesagt, wenn du heutzutage ein bisschen klug spielst und ein paar Kills machst, dann wirst du easy Master. War noch nie so einfach wie diese Season. Jeder schafft es diese Season, wenn er wirklich sich Mühe gibt, ein bisschen. Und selbst wenn er nur campt, wird er Master. Oh, die müssen raus aus der Zone. Gut. Jo, jetzt war eine Nate halt ganz gut. Hat er leider nicht. Oben ist einer, ja.
Okay, 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 okay. Oh, 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 das tut weh, das tut richtig weh, das tut richtig weh. Da ist Lifeline jetzt ein Game Changer, ne? Oh shit, oh shit! Hä? Wo ist der letzte Überlebende? Schöner Shield Swap. Sehr schöner Shield Swap. Stark gemacht. GG's. GG's. Ja, war gut. Schon wieder ernsthaft jetzt? Der ist auch guter Track. Ich liebe die Donkey Kong Soundtracks. Ich liebe sie. Sind so entspannt. Geil. So, nächster Clip ist nochmal von Kirito. Wie gesagt, ich gehe die der Reihe nach durch. Es wird niemand bevorzugt oder benachteiligt. Nichts. Ich gehe sie so, wie sie eingeschickt wurden, der Reihe nach durch. Und anscheinend waren halt diejenigen ein bisschen aktiver dieses Mal. Okay. Kirito, was hast du zu bieten? Endgame Clutch with Catalyst. Okay. Das sieht auf jeden Fall ziemlich böse aus. Gute Ult. Warte mal, wo sind denn die da? Ja, warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen orientieren. Broken Moon. Aber wo? Ah, doch, ich kenne den Spot. Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Oh, schön, schön, aber schön separiert. Schön voneinander getrennt. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Oh, Alter, das spielen die richtig gut runter. Das spielen die richtig gut runter. Und das sind Platin 1, Alter. Das ist schon stark. Muss man auf jeden Fall sagen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So, jetzt noch die Horizon und den anderen. Pathfinder und Horizon. Oh, 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 stark. Junge! Mega! Cool! Kommt wieder ein Donkey Kong? Nee, jetzt kommt irgendwas anderes. Okay. Geil. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut gemacht, Kirito. Okay, ich warne euch schon mal vor. Die nächsten drei Clips sind auch von ihm. Okay. Da ist halt nichts dazu geschrieben. Okay, ich bin gespannt. Okay, das ist so eine geile Legende. Ich habe die am Anfang überhaupt nicht gepackt und dachte auch, die wäre echt nicht so gut. Aber die ist so versatile, möchte ich fast schon sagen. Die ist so anders als alles andere, finde ich total geil. Ich habe mich echt ein bisschen in Catalyst verliebt. Ich finde die total geil. Ich spiele die auch aktuell privat extrem gerne. Ich feiere die einfach. Die hat so viel Potential. Mega Legende. Achtung, ein paar Fenner. Oh, gute Q, gute Q, gute Q, gute Q. Kritisch. Oh, eine Rave. Man hätte noch eine Q dahin werfen können, dass die Rave quasi von keiner Seite über außer oben drüber pushen kann. Okay. Mhm, ja. Alright. Oh. Oh, dieser Flatline-Skin ist so schön. Er ist so wunderschön. Ist es Duo versus Trio? Kann es sein? Ich hätte gedacht, es waren drei. Oh, gute Ult. Gute Ult, gute Ult. Sehr stark gemacht. Allerdings hat sie nicht so effektiv funktioniert, wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Da war sie noch ein bisschen verbuggter. Mittlerweile haben sie ja relativ gut gefixt. Lol, die kommen nicht mehr hoch. Sie hat perfekten Highground. Also die Catalyst, also eher Kirito. Sorry. Und kann machen, was er will. Boah, sehr schön runtergespielt. Stark, stark, stark. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da spielt er mit noch einem üblen Verdächtigen, und zwar Nebelpanda. Der haut hier die Ringman-Hits raus, der Pathfinder. Und Kirito denkt sich so, nö, nö, sehe ich nicht. Nein. So gehst du mit Nebel nicht um. Der schöne Nebelpanda. Der hat noch die Nebel-Nick-Zeit miterlebt, oder? Nebelpanda, schreib mal in die Kommentare. Ich weiß, du bist aktiver Zuschauer. Ist es von den Nebel-Nick-Zeiten noch, oder heißt du einfach Nebelpanda, weil du es dir so ausgedacht hast? Würde mich echt interessieren. Okay. Junge, er haut dir den absoluten Wingman Dreierklatsch raus. Alter, was ist denn mit dir los? Junge, chill. Chill, Alter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mega. So, letzter Clip für heute ist von Duff Snips. Hatten wir ja vorhin auch schon mal. AK Snips. Und er schreibt Just Apex. Einfach Apex. Okay, das heißt, wir kriegen irgendeine Bug- oder Fail-Compilation oder sowas. Oder nicht? Oder doch? Oder einfach nur, weil er so unfassbar gut ist, dass es halt einfach so für ihn auch mittlerweile normal ist, ne? Ja, scheint so. Klar. Junge, er hat aber die K auch perfektioniert, ne? Aber hört euch mal, mit was für einem Equalizer er spielt, ne? Er hat seinen Bass ja so hochgeschallert. Starker Fans, ich liebe diese Fences. Guckt, hört euch so mal an. Alter, sein Bass ist ja ultra krass. Junge, ich will auch so einen Bass beim Zocken. Hört ihr das? Wobei, könnte sein, dass er mit 5.1 spielt. Da klingt das manchmal so. Mit Surround Sound. Wow, stark. Da hätte ich jetzt gerne das Audio gehabt. Aber ja, hört mal genau hin. Da ist viel mehr Bass drin.
Habt ihr den Rampage-Skin gesehen? Alter, der sah ja richtig sick aus. Der, glaube ich, war auch aus diesem Sun Squad-Event. Mit diesen Bikini-Skins und so weiter. Der sah richtig clean aus. Ja, da haben wir den alten Schießstand noch gesehen, ne? Der sieht heutzutage auch völlig anders aus. Geil. Gibt mir zwar ein paar nostalgische Vibes, ja, gebe ich zu. Aber der neue ist um so vieles besser. Oh, was ist denn jetzt los? Junge, what the hell? Digga, wenn es im Platin schon so abgeht. So ein Endgame. Wie viele Squads hatten wir? 3 Squads? In der allerletzten und kleinsten Zone, ernsthaft? So schlimm ist Platin aktuell? Ach du Heiliger. Ich hab gar keinen Bock drauf. Wobei das nur letzte Season ist. Dann noch schlimmer. Eigentlich. Stark gemacht. Diese Lache, Alter. Junge, was hat der für ein Havoc-Aim? Das ist auch nicht normal, oder? Digga, Energy-Waffen sind voll sein Ding, Alter. Er hat's drauf. Oh, Alter. Mirage-Ult mit Wall-Bounce ist natürlich auch anders krass, ne? Fühl ich. Oh, stark, stark, stark. Alter, stark, Junge. Er hat's drauf. Er hat's einfach drauf. Oh, das war gewagt. Da hat er jetzt ein bisschen Glück gehabt. Das war sehr risky. Ich komme auf seine Bass-Einstellung nicht klar. Das ist ja abnormal. Richtig geiler Bass. Wie im Film, Alter. Geil. Ah, komm, jetzt. Ja. Nice. Yo, dat Aim, Alter. Junge, komm runter. Oh, dieser PK-Skin. Ich will ihn haben. Unbedingt. Oh, ist das schön. Oder der Mantle Jump versucht. Geht natürlich nicht, wenn eine Decke über dir ist, logischerweise. Oder weiß gar nicht, ob er es versucht hat, aber sah aber ein bisschen so aus, ne? Ah, da hätte ich gerne wieder Audio. Kein Audio, kein Audio. Aber der PK-Skin ist wunderschön. Vielleicht hat er deswegen mit reingenommen. Schön, dass so ein schöner Duo-Vibe. Okay, okay, okay. Den nächsten Kollegen. Ja. Ja. Mhm. Kannst nichts sagen. Ah, jetzt braucht er ein bisschen lang, um den zu finishen. Das ist ein bisschen risky. Ja. Gut, gut, gut. Oh, er hat auch dieses Faden, dieses Kreuz als Mauszeiger, ne? Das machen ja sau viele. Weiß nicht, ob das einen Vorteil bringt, aber ich bleib bei meinem. Ich finde den schön. Ist wahrscheinlich nicht der vorteilhafteste, aber sieht am coolsten aus. Sagen wir es, wie es ist. Oh, Arena. Die guten alten Arena-Zeiten. Ich glaube, den Clip habe ich von ihm schon mal gesehen. Ach, guck mal. Ja, Leute, was geht? Den kennen wir doch. Warte mal, jetzt muss ich mich ja zur Seite schieben. Mir einfach mein eigenes Video empfohlen. Leute, das waren auch wieder richtig nice Clips von euch. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann unbedingt positiv bewerten. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.